Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im MLS 22 Nordfristische Marsch vierfach am Montag. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Grüß euch. So, wir müssen die Woche noch ein bisschen was an Geld, ja nicht Geld verdienen, aber wir müssen noch ein paar Arbeiten abschließen. So muss ich es formulieren. Von dem her müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier abladen. Sehr schön. Und dann flitzen wir zurück auf die 61, weil da müssten wir heute wirklich noch fertig machen. Das wäre wichtig. 61, zack. So, so, so. Das passt. Dann, hier wird gesät, hier wird abgefahren. Es läuft. Rundherum muss man sagen, es läuft. Man, besser laufen kann es immer, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber prinzipiell läuft. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir nicht zu viel abgeben, damit ich beim nächsten Mal noch die Mission hier machen kann. Übrigens, meine Damen und Herren, heute Abend wieder Livestream. Gerne vorbeigucken, circa 20 Uhr auf Twitch. Ist auch mal 19:30, ist aber auch mal 20:15 Uhr. Also so circa. Ist immer so, wie es mir gerade reinpasst. Beziehungsweise wie lange ich halt brauche mit den Vorbereitungen. Aber, ne? Gerne vorbeigucken auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Oder wie gesagt, www.twitch.tv/werner-gamers.de. So, so, so. Und so. Ah, der Deutz, der braucht einfach länger hier, ne? Das müsste der Deutz da vorne sein, so wie er raucht. Kein Hate gegen Deutz, aber... Ja, der braucht einen Moment länger, ne? Gut, ist nicht das Problem, wir haben Zeit. Wenn wir was haben, dann ist es Zeit. Das läuft auch hier ganz gut. Dann müssen wir beim nächsten Mal noch einen Strohsammler anstellen. Wobei, die Strohsammler sind immer noch mit dem Dingens beschäftigt, ne? Mit dem... Pappeln! Anna, welcher Lästteil findest du am besten? Oh, letzte Reihe Pappeln. Am besten. Besten ist immer relativ gesehen. Ich fand den 15er geil. Ich fand den 13er super geil. Ich fand auch den 17er gut. Ich fand eigentlich jeden Teil gut. Also wenn nämlich... So am allerbesten, glaube ich, war... ...13 oder 19. Könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, aber ich denke, einer von den beiden wird's wohl, wäre es wohl, wenn ich jetzt, ne? So, wir können ja mal gucken. Ah, warte mal, wir holen jetzt noch ein paar Ballen. So ist richtig. Weil sonst wird das wieder bis ins Unendliche geschoben und das möchte ich auch nicht. Wir werden aber gleich nochmal den 5-Achser beauftragen, dass er ein bisschen Weizen in die Saatgutproduktion schickt. Bisschen fährt. Und dann schauen wir mal. Ist abgeschlossen. Was war denn 19? Sehen. Oh, da müssen wir... das war der Johnny, ne? Ja, bei uns heißt erstmal finden, ne? Da ist er. Stop it! Das müsste es gewesen sein. Ja, das war er. Dann können wir das abschließen. Haben wir schon mal ein bisschen Geld wieder verdient heute. Ist auch nicht verkehrt. Ist denn was Neues reingekommen? Ich habe die ganze Woche nicht geguckt, ne? Nee, ist nichts Neues reingekommen. Das heißt, du kannst nach Hause fahren, mein Freund und Helfer. Wieder über die Million. Sehr gut. Sieht gut aus, die Kameraposition. Oh, dankeschön, Set to the Sea. Ich hätte noch eine zweite, aber die ist noch nicht final. Dauert noch ein bisschen. Das heißt, du fährst mir nach Hause. Wir haben die Woche gar keine Parkplätze geschafft, ne? Shame on me, aber machst du nix. So, dann nehmen wir uns hier nochmal zwei Bällchen mit. Das kann weg. Dann nehmen wir hier noch einen mit. Wenn das so gut laufen würde, könnte ich auch vier mitnehmen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Weil das geht immer nach hinten los.
Das erste Geld in der letzten Folge. Ja, aber wie gesagt, wir sparen halt, ne? Wir haben ja ein neues Sparziel, meine Damen und Herren. Feld Nummer 78, 6,2 Millionen. Da, ne? Da wird schon knackig werden. Ne, es ist schon richtig, den Teleskoplader haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Den stellen wir nur in eine, von der einen Ecke in die andere Ecke. Aber ich bin mir sicher, also da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Wenn ich ihn verkaufen würde, würde ich ihn brauchen. Hundertprozentig. Ich weiß nicht für was, aber ist immer so. Wenn du Sachen verkaufst, im nächsten Moment brauchst du sie dann. Deswegen kommt Verkaufen nicht in Frage. Was in Frage kommen würde, eventuell wäre Tauschen gegen den Radlader, aber den brauche ich aktuell nicht. Also warum was kaufen, was ich nicht brauche? Da spare ich lieber auf das große Feld. Ich habe davor eine silberne Dose gesehen. Trinkst du das gerne? Ist ein Kunde. Machen die IT, bekommen da immer Dosen. Ich mag es aber nicht. Soll ich sie dir schicken? Du meinst Red Bull? Du kannst die Marke sagen. Ich bin da frei. Ja, Red Bull trinke ich doch ganz gerne. Doch, ja. Könnte ich, wüsste ich jetzt. Also, wir haben auch einen Red Bull Emote, ne? Von dem her, ja. Prinzipiell. Bin ich dafür zu haben. Das ist die Montagsfolge, Luis. Grüß dich. So, das passt. Road to 50k auf Twitch? Ja, das... Also. Das ist eh... Ich sag mal ganz vorsichtig, das ist eh ein Selbstläufer. Also du hast es eh nicht wirklich in der Hand. Weil aktiv bewerbe ich jetzt nicht. Also ich sage jetzt nicht alle drei Minuten, boah, ihr müsst unbedingt einen Folter lassen. Unbedingt einen Folter. Das mache ich ja nicht. Das hört ihr vielleicht mal an einem Abend ein, zweimal von mir, vielleicht. Aber aktiv meine ich nicht, weil ich denke mir immer so, guck mal, wenn ich jetzt irgendwo bei Twitch zugucke und mir gefällt das, drücke ich den Follow-Button. So, automatisch. Und ich will es aber nicht aufgezwungen bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen erwähne ich das mal, aber ich bin kein aggressiver Marktschreier. Das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Das bin ich einfach nicht. Und das wissen die Leute auch. Ist das ein Komposter? Das war ein Komposter, ja, ja. Luis, danke dir für deinen Resub im 14. Monat. Grüß dich. Und VolksLP, danke dir für deinen Resub im 12. Monat. Ein ganzes Jahr hier. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, siehst du, und wo wir drüber gesprochen haben, über das Follow, kommt schon der nächste Follow rein. Dankeschön. Ja, das ist so... Bisschen so der Standardspruch, Party, ne? Aber das ist... Ist das Battle? Ich weiß es nicht. Mann, es gibt auch... Es gibt auch Sachen, wo man sich denkt so... Ja. Vielleicht denkt man auch nicht immer dran. Vielleicht gefällt einem das Stream und man lässt aber keinen Follow da. Vielleicht, wenn man einfach im Moment auch gar nicht dran denkt. Weißt du? Das ist auch natürlich, glaube ich. Ich glaube, das neue Setup... Ganz okay... ganz okay. Viel mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Internet bin ich noch nicht zufrieden. Da muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber ich habe da schon was angefragt und vielleicht wird das was. Mal gucken. Gibt es ein Projekt auf Bergmann noch oder nicht mehr? Das ist pausiert erstmal. Es wird auf alle Fälle Hof Bergmann Folgen geben noch, aber erstmal ist es pausiert. Ich denke mal, es wird erst weitergehen, wenn es eine Hof Bergmann gibt, die Mais Plus ready ist. Das wird irgendwann im Herbst der Fall sein. Zumindest, was man, wenn man dem Forum Glauben schenken kann. Der ist schon wieder voll. Aber das ist cool. Wir haben nämlich alles fertig gepresst. Von dem her sind wir auf safem Grund. Gärtnerei. Jo. Und ab dafür. Mag das voller Gebettle nicht. Gibt es so Leute, die extrem machen. Es gibt Leute, die extrem hier Subs betteln und Bits betteln. Mache ich nicht. Habe ich nie gemacht. Ich sag's mal in einem als Joke oder irgendwas, sage ich es gerne mal. Aber ihr kennt mich. Ich bin niemand, der jetzt wirklich sagt, boah, ich brauche jetzt hier unbedingt 100 Subs, weil sonst kann ich morgen kein Fleisch mehr essen. Das ist absoluter Bullshit. Noch nie gemacht. Werde ich nie machen. Nee. Nee. Weil ich wollte das mal machen, tatsächlich. Ohne, das wollte ich mal machen.
Ich habe da schon diesen Battle-Balken, sage ich mal ganz vorsichtig, vorbereitet gehabt. Und ich habe ihn nicht mal aktiviert. Ich habe ihn nicht aktiviert. Also er war vorbereitet, er wäre parat gewesen. Es war aber ein Stream, wo es wirklich über drüber ging. Und die Leute einfach reingehaut haben, ohne dass ich was gesagt habe. Und ich, wo ich dann den Battle-Balken eingeblendet habe, war das Ziel schon lange erreicht. Also von dem her brauchst du es nicht zwangsmäßig erwirken. Brauchst du nicht. Wenn es den Leuten gefällt, dann gefällt es den Leuten. Wenn es nicht gefällt, dann ja, musst du gucken, was du tust. Ja, sehen wir uns doch. Du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Für was war Mais Plus? Mais Plus ist praktisch, ja, da gibt es halt so Feinheiten. Es gibt eine speziellere Fütterung mit Mais Plus. Es gibt eine Spezifizierung zwischen Grassilage, Mais-Silage. Heu zum Beispiel musst du 2 bis 3 Mal wenden, wenn du das möchtest. Es ist halt ein bisschen aufwendiger, um Sachen einfach zu produzieren. Und das ist auch ein bisschen realistischer, muss man ganz vorsichtig so sagen. Dankeschön für eure ganzen Follows. Herzlichen Dank. Dankeschön. Grüß euch. So, haben wir hier keinen Abfahrer mehr gehabt? Den muss ich jetzt... Also, da sind wir fertig. Das heißt, wir können nächste Woche... Können wir auf alle Fälle in die Vollen gehen. 2 Ladewegen und Vollgas. Er ist auch zu Hause angekommen. Sehr schön. Hier holen wir nochmal einen Ballen. Oder 2. Wird es eine Neustadt auf der Hofberg mal geben? Ich denke schon. Weil in... Mit dem gemachten Nest weiterspielen macht halt keinen Bock. Oder nicht so viel Bock, weißt du? Von dem her bin ich schon der Meinung, ja. Was machst du mit dem Kompost? Dünger. Wir machen daraus Dünger. Dann kannst du mir... Das schaffe ich leider nicht. Es kommen so viele Anfragen rein zum Zusammenzocken. Und wenn ich mit einem mache, dann muss ich es mit allen machen. und das geht halt zeitlich einfach nicht. Tut mir leid, aber das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Und dann so, ja, aber nur, ja, aber, ne? Es ist nicht einfach nur, ja, aber nur. Das ist halt leider nicht so. Ich spiele nur mal mit Mais Plus. Ist einfacher, denke ich. Wenn du es verstanden hast, das Prinzip, ja. Ja, ja. Aber, bis du durchgeblickt hast, das dauert einen Moment. Und du kannst auch ein bisschen einfahren, sage ich mal ganz vorsichtig, ne? Also es ist nicht alles ohne Probleme. Spielst du auf Bergmann leider in der Multiplayer? Ich denke, im Multiplayer wieder. Sie Schwein! Sag mal! Hat hier das ganze für Wörter? Ist das schlimm mit dir, ey. Okay. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Ich glaube, es ist noch ein LKW unterwegs zum Ballen entladen. Wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nochmal spulen, ne? Wenigstens hat es hier gesagt. Ja, höflich ist er ja. Das kann man Patti nicht abstreiten. Er ist ein höflicher. Aber er ist ein höflicher Arsch. Das soll ich dir sagen. Es ist halt, wie es ist. Ne? So, du bist fertig. Sehr schön. Dann ab nach Hause, mein Freund. Parken. Nummer 2. Ab dafür. LKW ist nicht da. So, wo ist die Plane? Da ist die Plane. Stehe ich zu. Approved. Ich glaube, voll ist aber nicht, ne? Was macht das BG Agrarprojekt? Es läuft. Ich glaube, am Mittwoch sehen wir uns im BG Agrarprojekt wieder, weil da machen wir ein kleines Event, habe ich gehört. Hat der Party so ein bisschen, ne, eine Idee und vorbereitet und so weiter. Da kommt ein Event. Es wird ein Forst-Event. Es wird lecken. Aber hey, mein Gott. Lohnt es sich eigentlich, den Kompost und Dünger zu verarbeiten, anstatt direkt zu verkaufen? Also, wenn wir die Preisliste angucken, das können wir mal spaßeshalber machen. Du musst es immer nur raussuchen. Das ist so ein bisschen die Problematik dabei. Weil ich auch sehr viel überspringe immer. So, da haben wir nichts gehabt. Wir brauchen Dünger. Wir brauchen Mineraldünger und wir brauchen Kompost. Ne? Also hier mal Mineraldünger geht weg für 1,4. Sagen wir mal 1,4. Ne? Seht ihr nicht, aber es ist ungefähr 1,4.
und Kompost, wenn ich ihn finde, hier, liegt bei 700. Halber Preis, ne? Deswegen lohnt es sich meines Erachtens schon. Sehr gut. Dann geht jetzt wieder auf die 61 zurück. Wobei, das werden wir dann beim nächsten Mal machen, glaube ich. Die 54 ist abgeschlossen. Jetzt wird es aber noch hier heute. Was war denn die 54? Gruber! Den nehme ich tatsächlich mit. Den nehme ich mit, den Gruber-Auftrag. War das er hier? Nee, das läuft noch. Das war der große Gruber. Ja, hier war das. Stopp, Rüdiger, stopp, nicht so tief. So, gut, meine Damen und Herren, wir sind aber für heute erstmal fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Heute Abend sehen wir uns live im Stream, wenn ihr möchtet, oder eben morgen früh gerne wieder hier bei einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Ich wünsche euch was, macht es gut. Ciao, ciao.